In diesem Video möchte ich die App Solid Explorer kurz vorstellen. Es ist eine Alternative zum ES Explorer mit ähnlichem Leistungsumfang. Vor allem als Root Explorer kann man ihn gut benutzen. Und was ich besonders nützlich finde, aber das hat ja der ES Explorer auch, kann ich eine Verbindung zur Cloud herstellen. Also Cloud hat viele Namen, nämlich Google Drive, Dropbox, OneDrive, Samba Shares, SFTP, FTP, WebDAV und so weiter. Das sind die ganzen Formate, mit denen er zurechtkommt. Das ist wirklich praktisch, denn die werden hier super integriert in den Solid Explorer, nämlich hier in diesem Speichermenü auf der linken Seite, wo auch interner Speicher steht, da würde dann einfach die Netzwerkressource stehen. Des Weiteren hat er noch so eine doppelte Ansicht, also man hat links und rechts eine Ansicht, sobald man das Handy quer hält, und kann Dateien von links nach rechts kopieren. Aber ansonsten ist der Leistungsumfang ziemlich ähnlich. Ich habe jetzt hier mal nur zum Zeigen eine Textdatei, die kann ich sogar mit dem integrierten Texteditor öffnen und kann da sogar Text reinschreiben. Das wäre also auch kein Problem. Und was ich auch besonders nützlich finde, ist der integrierte Picture Viewer. Der hat dann nämlich bei Netzwerkressourcen die Möglichkeit, durch die Bilder durchzuscrollen, und er lädt auch relativ schnell. Ja, mehr gibt es da eigentlich gar nicht zu sagen. Schöne Alternative zum ES Explorer, ist allerdings kostenpflichtig. Ich kann ihn auf jeden Fall sehr empfehlen.